Moin auch, wenn ich vielleicht jetzt ein bisschen finster rüberkomme. Ich stehe ein bisschen im Schatten. Ja, ich bin eine Schattengestalt und ich würde sagen, wir wollen heute mal hier die Bremsleuchte austauschen. Die ist defekt an unserem kleinen Baleno hier. Ja. Die sitzt hier hinter und da müssen wir jetzt ran mittels der und der Schraube hier. Und wenn wir nichts übersehen haben, sollte das eigentlich gut gehen. Und dann sind wir mal gespannt, wa? Wenn wir es aufhaben, ne, seht ihr das wieder hier. So, wir haben jetzt mittlerweile das Rücklicht raus, wie ihr seht. Und hier ist die Aufteilung. Und an den hier müssen wir ran. Aber Achtung, hier hängt er noch gerne drin. Da müsst ihr dann so ein bisschen hier so mit der Hand, hier so ein bisschen zwischen und dann kommt er. Ja? Dass er da so ein bisschen Stütze hat. Boah, ist natürlich ein bisschen ziemlich dreckig hier hinter, ne? Gut, bleibt nicht aus, ne? Ich meine, wenn man sich das mal so anschaut. Gut, würde ich sagen, legen wir los mit der Nummer hier, ja? Wir müssen ja natürlich erstmal schauen hier, ob wir eine Zweifaden hier drin haben oder eine Einfaden-Nummer. Eine Zweifaden haben wir hier drin. Ja, ich würde sagen, die ist gnadenlos durch, wa? Obwohl die eigentlich noch ganz gut aussieht so. Aber die rasselt ein bisschen. Und wenn ich mir das hier so anschaue, das ist ja total verglüht hier. Ja? Also müssen wir da ran. Das ist definitiv eine Zweifadenlampe. Hier haben wir die Einfaden. Die brauchen wir mit Sicherheit auch nochmal. Und hier haben wir die zwei Fahrten. Da lassen wir uns natürlich nicht lumpen. Nehmen hier das günstigste von Filmer. Ja. Und das tut es dann auch schon. Jetzt drehen wir die hier wieder vorsichtig rein. Und dann werden wir gleich mal ausprobieren, ob die funktioniert. Ja, das heißt, ich schalte jetzt das Licht an und das Bremslicht. Ja, leuchtet. Wie ich von meiner Kameraassistentin gehört habe, es leuchtet. Ja? Das ist die mit der Kranführerstimme. So, also können wir das Ganze jetzt wieder fein säuberlich hier zusammensetzen. Und müssen natürlich darauf achten, dass wir jetzt hier wieder reingehen. So, ja, hier brauchen wir so ein bisschen. Na, so, dann läuft das auch richtig. Ja, wenn ihr von innen ran müsst, ja, das Ding hier, das ist eine Blindkappe, die müsst ihr abschrauben. Die müssen wir gleich wieder dran drehen und dann ist gut. So, weil da waren wir auf dem Holzweg, weil das ein bisschen gehangen hat. Und ja, da dachten wir, dass sie vielleicht noch von innen irgendwo geschraubt ist. Aber ihr seht, es ist nichts Schweres. Ne, die beiden Schrauben hier und das war's. Also ich sag mal, einfacher als Golf oder was. Und besser geht's gar nicht. Ne, das ist noch richtig alte Qualität hier, Leute. Ne, damit läuft's. Gut. Werkzeug, natürlich wieder die Flosse im Bild gehabt. Werkzeug haben wir jetzt. So, jetzt ein bisschen heller war. ja, Werkzeug haben wir jetzt erstmal zusammengefriemelt. Ne, meine Begleitung macht jetzt das andere. Und ja, wie ihr seht, bin ich noch am Testen hier mit der Kamera. Und ja, gut. Ne, wollen wir mal nicht meckern hier. Das läuft schon. Und ja, total easy. Ne?
Also jetzt nichts Schweres. Kein Weltuntergang, nichts Weltbewegendes. Ich meine, warum scheut ihr euch hier vor so einem Suzuki? Ne? Da gibt es nichts zu bemängeln. Außer, dass unser Schild leider jetzt abgefallen ist. Ne? Ich denke mal wegen der Wärme. Ne? Das kann durchaus passieren. Aber sonst, meine Güte, bisher haben wir keine Probleme gehabt. Und ich hoffe, das bleibt auch noch so. Ne? Also, wenn euch das Video gefallen hat, ja, lasst ein Like, Kommi etc. alles da. Und ja, noch habe ich meine Sonnenbrille nicht auf, aber geht gleich los. Ne? Und ja, Dreirad. Ne? Also, wisst ihr Bescheid? Klappe zu. So, und bis zum nächsten Video. Ne? Jo, würde ich sagen. Und ja, bleibt hier mir wohl gesonnen, ne? Und alles. Wisst ihr Bescheid?